9 Uhr ist. Ja, bei uns heißt es alles rüsten für die Hofbewertung am Wochenende. Und wie sieht's bei den anderen aus? Moin Moin. 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 Nutzu, Nutzu Lücke. Zeitverschwendung. Völlig überbewertet. Hofbewertung wird leider mittlerweile um. Hatte ich ja mal gesagt, wenn, dann muss man über höhere Preisgelder oder irgendwas anderes nachdenken. Bonusse, um da mehr Motivation reinzubringen, weil ansonsten ist tatsächlich, lohnt sich das nicht. Mehr. Zahlung für ungewaschene Fahrzeuge. Oha. Wenn man da, ja, ich sag mal, 75 für 100.000. Lass wir alles auf den Felder ziehen. Ja, wir lassen es so diesmal. Unser Hof ist ja auch so nicht schlecht. Sind die an die Arbeit? Bisschen schmutzig. Ich hab jetzt den Helfer wieder aktiv beim Drescher, ne? Ja, kannst du machen. Mein Vorgewände für die Ansehen. Oh, der Drescher fährt mit Helfer. Ich komme auch gleich mit der anderen Sämaschine dann an. Ich bin verkaufen beschäftigt. Weizen direkt in. Einmal Geschwindigkeit, ruhig mal wieder auf mal 5. Weizen müssen eine Brauerei, ja. Da ist alle da drinnen. Danke. Eigentlich alles Weizen, den wir da runterholen. Ja. Sind die Preise über so kacke? Die sind noch gut. Nee, sind über scheiße. Und wann was, ne? Mehl, Mischfutter. Mischfutter geht gerade so. Was war noch dafür? Ja, Malz ist auch nicht so gut. Jetzt könnte langsam mal die Brücke runtergehen. Dauert noch ein bisschen. Ja, 7:25 Uhr. Aber wir haben schon ganz gute Einnahmen zu verzeichnen am heutigen Tag. Millionen schon voll? Nee, nicht ganz. 800. Das trifft sich ja gut, Dani. Da kommt gleich eine Rechnung. Inats. Aber wir kriegen ja noch 10 mal Bretter und. Keine Ahnung. Und 50 okay. Dünger, ne? Die warten nur darauf, dass die Brücke runtergeht. Und Gerste haben wir jetzt hier drauf, ne, Gerd? Denn wir kriegen mit Bretter und Dünger 110.000. Oh, oh. Muss ich wieder bezahlen. Jo. Jo. Der Finanzminister. Aber erst nach Lieferung. Bockers oder nicht? Weil ihr seid mit Vorkasse. Ja, wir sind ja auch liquide. Ich bezahle immer auf Bein. Bei der nächsten Produktion müssten wir 30% zahlen, ne? Also 30% für jedes Team. Mhm. Ja. Ja. Ist eigentlich gar kein Wasser, oder? Oder wir gehen was abbrechen. Aber das sind das viele. Hm? Ich bin an der. Achso, ich komme dir entgegen jetzt, ne? Wendest du da gleich? Ich mach diese Aussperrung. Mhm. Dann
fahre ich gerade durch oder wie? Ja, gehst du gleich durch. Irgendjemand Interesse an Malz? Nee, wahrscheinlich nicht zu den Kursen, die du gerne haben möchtest. Was würdest du denn sagen? Nix. Ein bisschen wenig. Das kannst du knicken. Bisschen wenig. Bisschen mehr geben noch? Ja. Da musst du eher bei Holger nachfragen. Ich glaube, der kauft das immer ein, oder? Nicht mehr. Was mache ich? Schon mal hinstellen. Malz. Malz kaufe ich ein, ja. Drei Stück hinstellen oder vier. Je nachdem, wie weit man jetzt heute noch... Das hätte ich gerne was verkaufen. Malz im Einkauf. Weil bis die Brücke unten ist, kann ich das ja noch machen. Ja. Wie viel? Oder nach dem holsten Drescher, dass wir das für dich kriegen. Ja. Weil lieber mal, ich glaube, das ist ein... Was zahlt man in der Produktion? 1,5? EK. Haben wir noch genug, ja, Dani? Malz? Ja. Ja. Ansonsten, wir kaufen ja jetzt aktuell keine Milch mehr ein. Also wir haben jetzt ja auch ein bisschen Einkaufsbudget wieder verfügbar. Also an der Brauerei zahlt man weniger als wie das, was man bekommt. Ja. Dachte ich mir nämlich. Ein Sekt bezahlst du an der Brauerei. Okay. Nö, du viel verkauf ich nicht. Machst du den Drescher leer? Danke. Ja. Oh, sehr schön. Wo steht der Gewehr oder? Ne, der Träger mit dem Hänger müsste noch irgendwo rumstehen. Ja. Rock, schöne Neuanschaffung, oder? Ja. Da hört man immer nur Neuanschaffung. Irgendwann machen wir verkehrt. Ja gut, wir hatten nicht so ein Startkapital von übertrieben viel Geld. Ja. Weil du wirst es, glaube ich, nicht schaffen. Ja? Also so übertrieben war unsere jetzt auch nicht. Nee, wir haben auch schon, ihr habt auch schon eine Menge verkauft. Ja, vier Mann schaffst du auch was, ne? Ja. An dem liegt es nämlich eher. Ja, klar. Ja, ohne das Stadtkapital hätte keiner am Anfang Dünger kaufen können von uns. Stimmt. Ah. Was ist Dünger? Außer Belohnung. Ja. Und wenn du dann die Preise von den Feldern in der Mitte anguckst. Mhm. Übernimmst du den hier, Gerd? Kannst den hier erstmal übernehmen. Ja, kann ich machen. Muss einmal kurz los hier. Jetzt bist du weiter, dann gehe ich raus. Ja, ich jo. Lass mal wieder gucken. Wenn du rausgehst. Bin raus. Folge schon wieder rum, oder? Brücke. Brücke, damit die Sachen ausgeliefert werden. Oh. Gute Zeit.
Folge da schon einmal rüber. Moin. Moin. Oh, steht denn hier alles? Hilfe! Da stehen sie schon parat. Sind eigentlich eine eigene Lieferung gefahren, oder was? Ja. Oh, das ist nicht schlimm, wenn du auch zum Großhandel willst. Na, ich weiß, dann bist du früher mit Bier da so Mist. Was? Dann bist du früher mit Bier da so Mist. Ja klar, 2,6. Ja, ich hab schon gesehen, deswegen bin ich auch gleich da. Kick dich da weg. Ja. Ich bin schon dort. Ich finde das gar nicht. Kloppen sie sich schon in den Verkaufspunkt. Muss er nur noch rechtzeitig auch reinfahren, ohne dass ich ihn noch zur Seite drücken kann. Nee, ich bin schon drin. Schade. Und dann schiebt er gleich bestimmt deine Ladung raus. Nee, denn wenn er sie reinpackt, krieg ich das Geld. Schade. Dachte, man kann hier rum abkürzen. Dann müssen wir hier Labyrinth fahren, bitte hier. Aber das ist keine Punktlandung, Holger, hier. Achtung! Schade. Hätte ich es riskiert. Wie hat es jetzt geknallt, oder was? Nee, nicht. Das fehlte 2 Meter vielleicht, ne? Oder 5, ich weiß nicht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, das ist wie die Hyäne auf Stücke Fleisch, weißt du? Ja, das ist. Ja. Aktuell am Toilettenregal. Ist da ein Brenn. Hätte ich eigentlich besser rückwärts reinstoppen können. Schieb. Ich weiß nicht, ob alle Paletten genommen werden. Thomas, ich ziehe die Aussage zurück. Allgemein, Leute haben Toilettenpapier. Im Moment ja. Oh. Geht das gut? Ja, also bei meiner Geld, meine Gelduhr rennt. Meine noch mal schneller. Oh. Ja, mal schauen, wir sehen ja gleich. Eigentlich müssten wir beide genau gleich viel haben, ne? Das war sehr lustig letzte Woche, wo Jenny einkaufen war. Bist du weit genug drin, Trigger hinten? Nee, nee, ich muss gleich noch mal einladen und wieder vorfahren. Da hat sie Gemüse gekauft und da hat die Tussi an der Kasse zu ihr gesagt, ja, wie sie kauft ein frisches Zeug ein. Ja, das war auch nur ganz wenig bisher. Ich muss da nochmal vorfahren. Mir wird auch nichts angezeigt. Meine Geld habe ich gekriegt, aber mir wird keine Summe angezeigt. Kriege ich jetzt noch mehr? Ja, bei mir ist Einzelverkäufe drin. Hat dir was angezeigt, Junge? Nee. Nein. Aber in der Übersicht siehst du doch deine Verkäufe oder hast du schon mehr? Nur Übersicht bei mir. Den 1,1 Millionen. So, das war schon ein bisschen mehr. War doch gleich komplett auf der Straße. Auf beide Spuren am besten. Ja, das ist mehr, das ist mehr. Oh, überall wird abgeladen. Kosten, wieso stehen da mehr plus, das ist ja auch lustig, ne? Bei mir stehen plus 257.000 für Kosten Kraftstoff. müsste einer am Erde stehen. Ich kaufe immer eine Tanke. Günstiger. Wie viel hast du jetzt gekriegt für die Ladung? Kann ich auch nicht definieren, weil leider in ungefähr 3-4 Teilen. Aber es kommt schon hin. Also 500.000. Also Kontostand kommt schon hin. Na, über 500.000 muss es geben. Wenn du für 2,5 verkaufst, kriegst du 500.000. Ja. Ja, 40 Paletten. Und treffen wir uns gleich noch wieder zur Bierkiste, oder? Nee, keine Zeit. Okay. Ist voll erfüllt. Alle am Arbeiten und die treffen sich da auf ein Bier. Ja. Willst schnell wieder zurück. Zu setzen. Ja, wir wollten halt beide nicht sehen, dass die Preise fallen, ne, bevor man selber verkauft. Weil gut, das geht nachher um 50.000 vielleicht oder 20.000. Nachher wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend, aber es macht das doch auch immer wieder spannend und lustig, solche Geschichten. Gehört halt dazu. Ja. Ja, 265 hat man noch, also 2605 waren es ja, hat man noch nicht. Ja. Thomas? Das Preis. Ja. Hattest du die Brückengebühr bezahlt? Was? Ich glaube 2000,
2560 oder 80, das gab es schon mal bei McDonald's. Wo ist Thomas gewesen? 1000 Euro Brückengebühr, wenn du bei einem anderen Team auf die Insel fährst. Dann überweis mal jedem Team 10.000. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Hat Jenny das nicht gesagt? Sieht das nicht auf dem Zettel, oder? Ah ja, das ist also... Das ist ärgerlich. Dann kriegt jeder 10.000. Was? Strafe. Benjamin hätte es ja auch noch erwähnen können, theoretisch, oder? Ja. Der wusste es, aber hat es auch nicht gewusst, dass er es nicht gewusst hat. Aber ich sag Unwissenheit. Ja, ich wusste Strafe nicht, dass er rüberfährt. Das kommt auch noch dazu. Das gibt Ärger zu Hause, Thomas. Oh, oh, oh. Das wird also auf der Bank schlafen. Einfach mal 30.000 weg. Ich muss das auch schon mal bezahlen. Nur weil ich irgendwie falsch gefahren bin. Da wollte dann nicht mal hin. Aber die Strafe ist doch nur an den, wo ich hätte die Tausenden überweisen. Nee, an alle. Nein. An alle. An alle. An alle. Okay. Oh, gut. Alle außer Bauhof. Achso, ja. Yes. Bauhof kriegt nichts mehr. Weiter weg. Ne, ich hantiere gerade mit Paletten. Ah, Beiwar. Mischefutter im Süden, das lohnt nicht. Dafür fahre ich, glaube ich, nicht. Also ich habe welches verkauft, aber eben nur, weil es bei uns war. Ja, genau. Sonst wäre ich auch gefahren, aber... Also wenn es bei uns wäre, würde ich es auch... Aber bei uns ist steigen, vielleicht steigt es ja noch ein bisschen mehr. Fahr du mit deinem weiter. Mein Gott, ne. Jetzt habe ich eine volle Tasse Kaffee noch dastehen, wie schon. Ja, mein Thermobecher mit Kaffee ist auch noch halb voll. Naja, Thermobecher nicht, aber es ist lauwarm. Magenfreundlich. Ja, genau. Ja, genau. Man soll nicht zu heiß trinken, ist ungesund. Ne? Das ist egal, es macht wach. Alter Kaffee ballert am besten. Und hält wach. Das Lauber macht Kaffee. Hast du den Drescher leer oder? Nee, ich bin noch am Verkaufen. Kann ich danach erst. Ja, Michael, jetzt wollt ihr extra dahin fahren. Das reicht bis oben. Ja, bis oben. Deswegen hätte ich jetzt unten halt gewinkert. Das wird doch interessant. Oh ja, das könnte jetzt lustig werden. Drei Lenkzeug, wenn ich meine Schrift. Weiß einer, wann das Spiel das zuletzt gespeichert hat? Nee. Warum? Ja, ich fahr grad mit Paletten durch die Gegend. Dann speichert's gleich. Nee, wahrscheinlich. Ja, mittlerweile fährt ja fast jetzt immer irgendjemand mit Paletten durch die Gegend. Gute Idee. Man müsste aber erst gucken, wenn er auf der Brücke ist. Das war böse. Gut, dass die Brücken gerade sind und keine Kurven, ne? Ja, wenn es gerade ist, mag das noch gehen. Aber wenn du wirklich mit Kurven fährst, das fliegt ja sonst wohin. Zombies laufen immer noch hier ja, über die Krater. Kannst du mal zusehen, wie sie ins Meer fliegen.
Und tschüss. Müsste man theoretisch mal in die Safe Game reingucken, wie viele Paletten schon eine etwas niedrige Höhenposition haben. Ich hoffe, dass wir noch keine verloren haben. Ich würde sagen, wir haben auch keine verloren bisher. Also alles, was beim Speicher letztlich verabschiedet hat, ist irgendwie wiedergekommen. Wenn man es verkauft hat. Ach, kann man das in der, im Safe Game sehen, wo sich Objekte wie Ballen und sowas, Paletten befinden? Ja. Ja klar, die haben eine Position und die mittelste ist die Höhe, ne? Bei den drei Zahlen, oder? War doch so. Ja. Und die Zahl in der Mitte ist die Höhe. Und sobald sie anfängt, in den Millionenbereich zu gehen, kann man davon ausgehen, dass das ziemlich weit unterhalb der Schlüssel ist. Und dann, dann kann man das doch bestimmt auch ändern, ne? Dann kann man es wieder auf normalem Niveau machen und dann spawnen sie wieder irgendwo bei einem, ja. Ich habe 9 Baumwollballen, die unterhalb der Karte liegen. Oh, das würde sich ja lohnen sogar, ne? Machst du einfach auf einen positiven Wert und sobald du das Spiel startest, fallen die dann wieder auf den Boden. Wenn sie oberhalb vom Boden sind. Das Blöde ist, ich habe ja den Mod drauf, dass ich auf der Karte sehen kann, wo Ballen sind. So. Da kann ich die sehen. Ich komme aber nicht mehr ran. Nicht mal mit Autoload. Dann gehst du in die Items und dann suchst du die Ballen und dann... Kannst du Werte schnell erlangen. Da muss ich dann ja mal nachgucken. So. Und die Höhe 100 ist die Spielfläche. Ja, also alles um und bei 100 wird hinhauen. Aber wenn da minus 1000 XY... Aber ich kann auch über 100 gehen, ne? Dann fallen sie halt auf 100 nachher runter, wenn ich das Spiel starte. So, kann man sagen. Moment, das schreibe ich, das muss ich mir mal aufschreiben. Ja, ich weiß, was Benny Moin macht. Warte nur noch auf Thomas sein 10.000. Oder Micha, du weißt ja, du kommst halt entgegen, das muss er fertig kriegen in der Folge. Ja. Wenn du aus dem Item-Eintrag den kopierst, nochmal unten drunter schreibst, eine neue Nummer gibst, hast du 2 Ballen. Ich bin froh, wenn die 9 Ballen wieder da sind. Und immerhin 180.000 Liter. Ja. Baumwolle, ja. Nicht ganz uninteressant. So, ich mach mal den Drescher leer, mal. Ja, gerne. So, gut. Da muss ich da mal nachgucken. Ach, der Anhänger ist auch voll. Sehr schön. Deswegen wird der Drescher nicht leer gemacht. Das wird ja knapp heute. Ist ein Bild für die Wette. Aber Kontostand ist gut, ne, Gerd? Das sagt der Finanzminister. Was sagst du, was sagst du zum Kontostand? Was steht vorne? Mach ich es sagen. Ist gut, ne? Ja, erstmal. Was steht als erste Zahl? Noch eine 1. Dann eine 4. Und kann 2 davor. Und 48.000. Ja, dafür, dass wir heute noch kein Geld hatten vorher. Ja. Jetzt wird's eher lustig. Danke, Thomas. Danke, danke. Fällt gar nicht auf, ne? Hab dick Geld verdient heute. Holger, schon 3 Millionen auf dem Konto? Oder müssen wir mal gucken. Nee, erst 2. Und schon schuldenfrei? Nee. Hier? Nee, aber ich glaube, wir hatten nicht so viel Schulden wie ihr. Nicht die 3 Millionen. Thomas, kam das gerade von dir? Ja. Ja. Denke nur die Teams? Ja, das nur die Teams, ja. So blöd, deswegen kriegt das zurück. Ich glaube schon fast wieder Zeit, oder? Ja, wir kommen gleich wieder zum Ende. Ja, glaube ich. Oder zumindest noch irgendwie von der Aufnahme. Weil hier beim Aldi fahren viele blöde Autos. Hawk, bleib mal genau so stehen. Was wird verkauft hier bei uns? Ja. Dann kriegen wir immer was ab. Jens? Nee, muss was tun. 10%. Ja. Achso. Ich krieg's genau. Das? Null. Nee, 1000. 1000 haben wir ja schon gekriegt. Ja, die ist schon gekriegt. Und gleich platziere ich irgendwas vor der Brücke, dass du nicht wieder zurückkommst. Uns gehört nämlich die ganze Insel. Was?
Ja, das Land der ganzen Insel. Das ja. Hast du es auch gekauft? Oder wo steht euer ja, Fischer? Ich bin doch von Fischer. Ja. Micha, gut, dass das in der Aufnahme ist. Das war das Hinterhinder. Das ist doch ein Abschlussbild, oder? Ja. Läuft. Wenn sich Micha schon wieder freut, ne? Das hier schon wieder der blaue Pill. Die roten. Hab ich beide genommen. Themenwechsel. Thomas, du siehst's gleich in der WhatsApp-Gruppe. Aber ja, wenn die Streams ja, oder die Folgen noch gesperrt. Sieht einfach top aus. Schade, dass man so wenig Zeit hat zum Gucken. Die großen oder kleinen? Ja, Mischung noch verkaufen. Wird nicht mehr, schaffen nicht mehr. Ich hoffe, dass die Reifeisen nochmal steigt, irgendwie demnächst. Das passt. Hat was. Zeit. Zeitcheck. Ja, gleich. Na, eben die Paletten verkaufen. Ja, mach doch. Ich hab's nicht so eigentlich. Ich auch nicht. Na, wollen wir mal ein bisschen so stehen auf. Bleiben bis nächste Woche. Gerd, ja, kannst du Helfer einstellen, Gerd? Das ist auch ein gutes Bild für einen Anfang. Das sieht echt gut aus. Nennt man sowas nicht auch Förderband? Kannst auch einen Helfer noch einstellen. Ja, das ist stehen. Dafür ist ein. Aber du weißt ja, warum das ist eine Steigerung. Ja, da fehlt noch einer. Das sieht echt cool aus. Was macht ihr Schönes? Hier, Foto. So Handy habe ich hier nicht. Ja, das sieht klasse aus. Jetzt müsst ihr nochmal erklären, was ihr da gebastelt habt. Förderband über Glas. Ein etwas teureres Glasförderband. Sehr teuer. Wo ist das aufgebaut? Kann man das betrachten? Nördliche Seite von der 68. Rechne mal aus, was ein Meter kostet. Man muss jetzt 5-6 Stück nebeneinander nehmen. Nördliche Seite von 68. Ja, da wo wir alle stehen. Ja. Am besten ist bei der Strohhalle oder so spawnen. Ja. Ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Hast du schon alle Feierabend gemacht, oder was? Holger auch? Die Strohhalle sieht man am besten. Holger, Jürgen, Feierabend, oder was? Ja, ich bin nur gerade den 3 schon am Abbunkern. Und so, machen wir noch über die da fabriziert hat. Ja, ich sehe schon. Ein fliegender Westfale. Ja, Strohhalle spawn so oder Waterfield Trigger oder? war das gerade gesagt? Das muss jetzt nochmal sein zum Feierabend. Oh. Das ist nicht gehört. Dann musst du zurück hören auf den, deinen Stream. Der Micha hat ja Ideen. Oh ja, Waterfa. Kann man hier nicht über den Zaun, wenn man nicht schnell rennen kann, das nervt doch. Was haben wir denn auf dem Konto? Ah, der Speedplayer fehlt auch. Oh, wir haben ein Bild gemacht, aber zum Ende hin ist gefallen. Ja. Ach so, bunkert man heute über. Ja, auch ein Bauhof kann mal kreativ sein. Ja, da hat er Langeweile im Bauhof scheinbar. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das als Abschlussbild und sehen uns dann am Samstag wieder zur Hofbewertung. So. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.